Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch wahlweise mit Untertiteln oder mit Gebärdensprache zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de. Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Schauburg in München wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raoul Krauthausen. Danke, danke. Wow, vielen Dank. Wir haben doch noch gar nicht angefangen. Vielen Dank für die unglaublich nette Begrüßung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Krauthausen Face to Face. Mein heutiger Gast ist Schauspielerin, Aktivistin und Bloggerin. Und ihr Name ist Carina Kühne. Herzlich willkommen. Hallo Carina, schön, dass du da bist. Du bist eine vielseitige Künstlerin, wie ich in den Recherchen herausgefunden habe. Du bist Schauspielerin, Bloggerin, du schreibst Kurzgeschichten. Wann und wodurch hast du gemerkt, Schauspiel ist dein Ding? Ja, also ich bin jetzt Schauspielerin und ich wollte das eigentlich schon immer gerne machen, Schauspielerin. Und in der Schule war ich auch mal in der Theater AG gewesen. Und dann hattest du deinen ersten Auftritt wo? Das war in München. Das war die Premiere in München und das hat mir dann irgendwie auch viel Spaß gemacht. Das war meine erste Premiere gewesen. Und das war ein Theaterstück dann? Mit dem Film Be My Baby war. Das war der preisgekrönte Film Be My Baby, genau. Im ZDF lief der. Ja, genau. Der war schon ein paar Mal im ZDF gelaufen, ja, und auch im ZDF Kultur. Kannst du uns erzählen, wie du zu dieser Rolle gekommen bist? Ja, das kann ich sagen. Die Christina Schiewe, meine Regisseurin, die hat mich im Internet entdeckt und hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und da war ich natürlich sehr begeistert und wollte das auch gerne machen. Worum geht es denn in dem Film? Ja, also der Inhalt ist eigentlich ganz einfach. Also die Nicole, die möchte normal sein, möchte heiraten und ein Baby haben, stößt natürlich auf ganz viele Widerstände. Und sie hat das Down-Syndrom. Und irgendwann kann sie sich irgendwann auch einsetzen dafür. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du darum gebeten hast, dass man das Drehbuch anpasst. Was genau war da? Ja, das stimmt eigentlich, ja. Weil das war mir am Anfang doch ein bisschen zu freizügig. Da habe ich dann einen Rückzieher gemacht. Und weil die Christina Schiewe, mich unbedingt gerne haben möchte, also haben wollte, hat sie dann meinetwegen das für mich das Drehbuch dann geändert. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, ja, jetzt mache ich es. Und was aus diesem Film geworden ist, da schauen wir uns einen kleinen Ausschnitt an aus dem Film Be My Baby. Nicole? Ist Nick da? Hallo, du schöner Junge. Ich bin überhaupt nicht schön. Mir gefällst du? Ja, dir. Schau mal, was ich kann. Hey. Oh, da ist was für Blinde geschrieben. Was steht da? Pickel. Hey. Spielen? Memory? Okay. Auto spielen? Ich schau grad fern. Hup mal! Nein. Musst aber. Hup mal! Ich mag nicht. Musst aber. Hup mal! Möb, möb.
Auto? Komm, Auto. Welches Auto bist du? Weißt du doch. Porsche. Porsche ist schmutzig. Muss in die Waschstraße. Nein. Stinkt aber. Nein. Stinkt gar nicht. Doch, das stinkt. Hör auf damit. Ich mag das nicht. Was magst du denn? Davon verstehst du nichts. Ich muss sagen, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, dass der mir super gefallen hat. Mhm. Und beim Gucken habe ich mir dann so die Frage gestellt, das ist ja dann doch ein sehr emotionaler Film und man gibt sehr viel von sich auch preis. Was hat dich an der Rolle gestört? Naja, also so wie die Nicole spricht, also ich sag immer, das sind kastrierte Sätze und das hat mich irgendwie halt schon ein bisschen gestört, wie sie halt so spricht, die Nicole. Also die Art, wie sie spricht. Und was hat dir gefallen? Ich fand irgendwie auch die lustigen Szenen sehr schön, aber sowohl als auch die traurigen Szenen, also die ernsten Szenen. Halt die Problematik, wie sie schwanger wird und so, und dann alle dagegen sind. Und wo ich dann sage, wo sie mich praktisch anschreit, meine Filmmutter. Ja, also wenn sie packt das nicht noch mal. Mit einem behinderten Kind und so, und sie schafft das nicht nochmal. Und wo ich dann auch sage, warum darf ich leben, wenn mein Baby nicht leben darf? Gibt es denn Gemeinsamkeiten zwischen der Nicole in dem Film und der Carina Kühne in Wirklichkeit? Naja, also ich glaube, so richtig viel gemeinsam, denke ich, haben wir eigentlich nicht. Also schon vielleicht zwei Sachen. Also, dass wir beide das Down-Syndrom haben, dass wir beide Klavier spielen können, aber ansonsten denke ich, haben wir eigentlich nicht viel gemeinsam. Gut, das Einzige, was bei der Nicole ist, dass er halt eine Werkstatt besucht, obwohl ich ja eigentlich sehr inklusiv eigentlich gelebt habe. Also ich habe in verschiedenen Arztpraxen gearbeitet, in Altenpflegeheimen, Servicekraft im Café und so. Und ja, so ist das halt bei mir gewesen. Ja. Du hast ja auch in der Fernsehserie In aller Freundschaft mitgespielt. Hm? Was ist denn der Unterschied zwischen Schauspiel im Film und Schauspiel in einer Fernsehserie? Ja, also im Film ist es halt so, dass es mehr inhaltlich geht, also so die Geschichte so mit der Nicole. Und der Film dauert ja auch 100 Minuten lang. Und in aller Freundschaft, das ist ja nur so eine kleine Episodenhauptrolle. Und da waren halt auch nur 4 Drehtage und ja, das ist der Unterschied. Wie lange hat denn Be My Baby gedauert zu drehen? Na, also das waren halt schon mehr Drehtage, also ich glaube so 26 oder ich glaube sogar 27, glaube ich, Drehtage waren das. Wow. Ja, und da hatte ich auch 2 Tage frei gehabt, aber ansonsten hatte ich richtig volles Programm gehabt. Gibt es denn etwas, was du unbedingt nochmal spielen willst? Ja, also Be My Baby hat mir eigentlich ja ganz gut gefallen. Aber ich denke, so eine Arztserie ist vielleicht irgendwie auch ganz interessant. So die anderen Schauspieler zu sehen, so mit den Ärzten. Also ich denke, sowas würde ich bestimmt nochmal machen. Und einen großen Film?
Ja, oder einen großen Film wäre natürlich auch interessant. Vielleicht nochmal so eine Hauptrolle. Aber sowas kriegt man eigentlich auch nicht so oft. Du hast mir mal erzählt, dass du unbedingt bei einer ganz bestimmten Serie mitmachen möchtest. Auf dem Schiff. Ja, also ich wollte, das war eigentlich immer mein Traum gewesen, ich wollte immer so gerne mal auf einem Traumschiff mal mitmachen. Und weil ich ja eigentlich ja Fan vom Traumschiff bin, ich gucke mir immer gerne diese Serien an. Das würde mir so gefallen. Und Theater spielen? Ja, also das würde ich schon ganz gerne, sehr, sehr gerne sogar. Aber halt so das mit dem Rambazamba-Theater, also das ist ja in Berlin das Rambazamba-Theater und wir wohnen ja leider in Hessen. Und das ist halt schon ziemlich weit weg, schon von Hessen nach Berlin. Die Gründerin vom Rambazamba-Theater, die war auch schon mal hier im Studio zu Gast. Was hältst du denn von so Theaterprojekten, wo Schauspieler mit und ohne Behinderung gemeinsam arbeiten? Na, also finde ich schon sehr interessant, diese Projekte. Also so wie das Rambazamba oder Theater oder dieses Tikva, habe ich irgendwie auch schon mal gesehen. Aber ich denke, so inklusiv, finde ich, sind sie irgendwie nicht so, diese Theater. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, sie sind so mit so einer Werkstatt verbunden, so viel ich weiß. Und ich würde halt schon ganz gerne halt in so einem Theater spielen, was wirklich inklusiv ist, finde ich. Du bist aber auch noch in einem anderen Bereich künstlerisch aktiv. Du schreibst gerne. Und es sind Kindergeschichten. Warum sind es Kindergeschichten? Ich mag halt sehr, sehr gerne Kinder und ich habe auch schon mal mit Kindern gearbeitet. Und ja, also deshalb mag ich halt auch ganz gerne Kindergeschichten. Also erstens, weil sie halt schon unvoreingenommen sind und aufgeschlossen sind. Das ist wahr. Und was ist dein Lieblingskinderbuch? Ja, also was ich halt immer sehr, sehr gerne mag, sind so Astrid Lindgren, so solche Sachen. Also, wie zum Beispiel Madita, den habe ich sogar auch als Film. Und was ich irgendwie auch gerne mag, ist Pippi Langstrumpf. Als Kind wollte ich immer gerne Pippi Langstrumpf sein. Also das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Das wollte ich auch. wollte halt auch immer mal gerne in so einem Schloss sein und so. Und dann vielleicht dann, wenn man da so in das Äffchen da so hat und dann das Pferd hochheben und so. Fand ich irgendwie ganz interessant. Ja. Kannst du denn ein Kinderbuch empfehlen, das das Thema Down-Syndrom behandelt? Ja, also da kenne ich schon eins. Das heißt Albin Jonathan, mein Bruder mit Down-Syndrom. Und das finde ich natürlich ganz interessant. Und da sind auch schöne Bilder drin. Und das könnte ich euch mal gerne empfehlen. Ja, und da geht es halt auch um das Down-Syndrom. Das verlinken wir dann auch auf unserer Website. Du bist aber auch politische Aktivistin und du bloggst zu den Themen Inklusion, unter anderem bei der Aktion Mensch, aber auch bei dem Magazin Ohrenkuss. Und du hast ein eigenes Blog. Hm. Wie kam es denn dazu? Ja, also mit meinem Blog, also das kam durch, diesen Geschichtswettbewerb. Der BVKM, also wer das nicht weiß, das ist ein Bundesverband für Körper- und mehrfachbehinderte Menschen. Und da habe ich mitgemacht und halt auch mit der Aktion Mensch und so. Und ja, und die haben mich dann halt angefragt, ob ich das machen möchte, einen Blog zu schreiben. Und da habe ich dann irgendwie am Anfang gedacht, na, wem interessiert das schon, was ein Mensch mit Behinderung mit Down-Syndrom schreibt und irgendwo. Hätte ich das nicht für möglich gehalten, wie viele Rückmeldungen da gekommen sind. Also irgendwie unglaublich. Worüber schreibst du denn? Ja, also eigentlich über verschiedene Themen. Also ich setze mich ja sehr für Inklusion ein, weil ich ja denke, dass Menschen mit Behinderung mit Down-Syndrom dazugehören und etwas leisten können. Und deshalb, weil ich mich da so sehr dafür einsetze, halt über ganz viele verschiedene Themen. Also über die Präimplantationsdiagnostik und was ich mir wünsche von Menschen mit Behinderung. Mal habe ich auch mal zum Welt-Down-Syndrom-Tag mal was geschrieben. Also schon eigentlich ganz viele interessante Sachen eigentlich. Und wie sind dann die Reaktionen der Leser? Ja, also das anscheinend kommt das wohl ganz, ganz gut an. Also manche schreiben irgendwie halt auch so, dass sie schreiben, ich mache ihnen Mut und ich bin ein Vorbild. Und irgendwo, da freut man sich halt schon irgendwie. Absolut. Dann habe ich gesehen, bist du ja auch Moderatorin
beim Verein Inclutainment. Du machst da Formate mit. Dann bist du regelmäßiger Gast in Talkshows. Wir beide haben uns ja zum Beispiel beim WDR Westart mal gesehen im Studio. Und du bist auf Plakaten zu sehen. Du machst Videos zum Thema Inklusion. Welcher Teil deiner Arbeit ist dir denn am wichtigsten? Ja, also eigentlich ist mir, von meiner Meinung nach, eigentlich schon eigentlich alles wichtig, also was ich eigentlich so mache. Ja. Also ja, wenn ich so denke, also Inclutainment, wo ich da Moderatorin bin, das macht mir eigentlich auch sehr viel Spaß und habe mich auch darüber auch sehr gefreut, Moderatorin zu sein und so. Und ja, also eigentlich macht mir die Arbeit, die ich halt mache, schon viel Spaß. Das ist super. Das heißt, du bist beruflich ja ziemlich erfolgreich. Hattest du auch schon mal schlechte Erfahrungen bei der Jobsuche? Ja, also schon irgendwie leider. Wenn ich halt manchmal so gemobbt worden bin, halt so in der Arbeit, das war halt auch nicht so eine schöne Erfahrung. Da kann ich irgendwie auch mal was erzählen, wie das war. Das war so im Altenpflegeheim mit der Stationsleiterin. Die war ja dann im Urlaub und die hatte dann irgendwann gesagt, wenn sie damals nicht im Urlaub gewesen wäre, hätte sie es verhindert, dass ich die Ausbildung bekomme. Wow. Und da war ich natürlich sehr traurig drüber. Na klar. Du bist für viele Menschen ein Vorbild. Und das merke ich auch, wenn ich lese, wie so die Leute kommentieren auf deinen Blog und so. Hast du Tipps für Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du? Ja, denke ich schon, ja. Also ich finde, man sollte an sich glauben, finde ich. Und man sollte sich nicht unterkriegen und man sollte irgendwie auch nicht so von Fachleuten sagen, dass man das nicht kann, also was man halt so macht. Absolut. Wenn man seinen eigenen Weg geht, das finde ich schon toll. Dass du deinen eigenen Weg gegangen bist, das sieht man, wenn man sich anguckt, wo du zur Schule gegangen bist. Du warst auf einem Regelkindergarten, du warst auf einer Regelschule, du hast einen guten Schulabschluss gemacht und verschiedene Jobs und Praktika absolviert. Bist du für oder bist du gegen die Abschaffung von Sonderschulen, Werkstätten und so weiter? Also eigentlich bin ich schon dafür, also für die Abschaffung für Sondereinrichtungen. Aber ich denke, was halt schon wichtig ist, dass man freie Wahl hat und dass man halt keine Zwangsanweisung bekommt. Das finde ich wichtig. Absolut, finde ich auch. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Vorurteile in Bezug auf Menschen mit Down-Syndrom. Wie zum Beispiel, dass du mal gesagt hast, dass das Down-Syndrom keine Krankheit ist. Hm. Wie reagieren die Leute dann? Ah, naja, also irgendwo habe ich das Gefühl, man sagt das irgendwie ständig, man sagt das immer so oft, dass Down-Syndrom keine Krankheit ist. Manchmal habe ich irgendwie so das Gefühl, irgendwie, es kommt nicht so richtig gegen was an irgendwie. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, man irgendwie spricht irgendwie gegen die Wand und das finde ich dann halt irgendwie doof. Wenn das halt dann auch öffentlich irgendwie überall steht, so im Internet und so. Und da ärgere ich mich schon irgendwie doll, wenn da steht, ja, man leidet darunter und das finde ich nicht schön, finde ich. Und wenn die Leute sagen, dass Down-Syndrom ist, also Leute, die das Down-Syndrom haben, sind geistig behindert, was sagst du dann dazu? Na, also sehe ich eigentlich anders. Also ich denke, also mit dem Georg Feuser denke ich, geistig behindert gibt es nicht, hat er gesagt. Und ich finde, das kann man wirklich bestätigen. Nun ist es ja so, dass in den letzten Jahren man viele Menschen sieht mit Down-Syndrom, die zum Beispiel modeln in anderen Ländern. Du hast ja auch mal gemodelt, ne? Ja. Ich habe dich gesehen mit einem Foto, wo du ein Brautkleid getragen hast. Also dieses Brautkleid, das war von Ali Thompson. Also das war irgendwie ein richtig schönes Brautkleid. Und irgendwo fand ich das irgendwie schön. Also nachher dann mein Bräutigam, wie das dann war, wo er dann gesagt hat, also ich möchte euch meine Braut vorstellen oder irgendwie sowas ähnliches. Und so war das dann halt auch gewesen. Also irgendwo so etwas würde ich bestimmt gerne nochmal machen. Hat mich dann auch praktisch getragen und so. Das fand ich irgendwie toll. Könnte ich bestimmt nochmal machen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass das Thema Heiraten und Down-Syndrom ja irgendwie ja, ein Tabu ist und es manchmal Leute gibt, die das verhindern wollen oder die dann sagen, das ist nicht so einfach. Was sagst du dann?
Ja, also ich finde schon, also ich meine, ich bin schon geschäftsfähig, also ich könnte das eigentlich schon machen mit heiraten und so. Also ich finde, ich brauche dafür eigentlich keinen Betreuer und ich denke, heiraten sollte eigentlich was ganz Normales sein, finde ich, dass man das machen kann, machen darf. Ich meine, wichtig ist zwar schon, dass man schon einen Partner dafür hat und dass der schon an seiner Seite steht. Ich finde, das ist schon wichtig. Das ist das, ja klar. Hast du eine Nachricht an Eltern, die vielleicht gerade die Diagnose bekommen haben, dass ihr Kind das Down-Syndrom haben wird? Also ich finde, man sollte eigentlich nicht traurig sein, dass man zum Beispiel jetzt ein Kind bekommt, das behindert ist oder das Down-Syndrom hat oder so. Ich finde, Angst sollte man eigentlich nicht haben, finde ich. Ich finde, eigentlich sollte man halt so eine Fruchtwasseruntersuchung eigentlich lassen, finde ich. Also ich finde, man sollte eigentlich keine Angst haben. Man sollte einfach nur, wenn man ein Kind mit Behinderung kriegt, es lieb haben und es auch behalten, finde ich, und nicht abtreiben. Als wir uns beim WDR zum ersten Mal gesehen haben, da haben sie dich gefragt über dein Hobby. Magst du uns erzählen, was für ein Hobby das ist? Ja, also ich tauche sehr gerne, kann ich schon mal sagen. Und naja, also das ist so richtig schön, also so mit Flasche hinten dran, mit ganz vielen, also mit Lungenautomaten, mit der ganzen Ausrüstung. Und irgendwo macht das schon Spaß. Also wenn man abschalten kann, man hört nichts, man genießt nur. Also das finde ich auch toll, wenn Menschen mit Behinderung und Down-Syndrom sowas machen dürfen. Absolut. Und weil ich halt irgendwie auch einen Tauchschein habe, einen Open Water, kann überall hingehen. Ich war schon mal in Spanien und in Ägypten tauchen, Roten Meer. Und ja, also irgendwo ist das schon schön. Also die Unterwasserwelt ist herrlich und so. Und ja, es ist schön. Aber wenn man da Entdeckungen macht, ich habe schon mal so einen riesen Adlerrochen schon mal gesehen und Blaupunktrochen. Also wenn der so vorbeischwimmt. Also hat man da keine Angst, wenn so ein riesiges Tier vor einem schwimmt? Naja, also eigentlich finde ich eigentlich nicht. Also ich meine, gut, man muss schon halt ein bisschen aufpassen. Ich meine, solche Lebewesen sind ja auch gefährlich, auch manchmal auch schon. Ja, eben. Muss man schon aufpassen. Aber wenn man da mal so eine Entdeckung macht, manchmal freut man sich. Oh, endlich mal ein Blaupunktrochen oder so. Da sieht man mal was Schönes. Oder was ich halt auch ganz gerne mag, so Schildkröten. Wenn es so kleine Minischildkröten sind oder so. Ich hätte da, glaube ich, viel zu viel Angst. Und ein anderes Hobby von dir ist ja Musik machen. Mhm. Wer ist denn dein Lieblingskomponist? Na, also ehrlich gesagt habe ich eigentlich ganz viele Komponisten, die ich eigentlich ganz gerne mag. Also an erster Stelle, mein Favorit ist schon an erster Stelle Mozart. Mag auch gerne Bach. Tschaikowski mag ich auch sehr gerne. Und ja, und Beethoven mag ich auch sehr gerne. Also Händel aber auch. Also ist halt eigentlich verschieden. Wir haben dich beim Musizieren mal mit der Kamera begleitet und schauen uns das mal an. Mhm. Ich muss ja das Geständnis machen, dass ich 3 Jahre Keyboardunterricht gemacht habe als Teenager. Ich kann bis heute nicht die Noten. Oh. Und über den Flohwalzer bin das ich auch Ding. Nicht. Über den Flohwalzer bin ich leider auch nicht hinausgekommen. Ehrlich gesagt, den Flohwalzer kann ich mal mehr weniger eigentlich auch nicht gut. Den kann ich eigentlich fast gar nicht. Als kleines Kind hast du ja schon sehr gerne mit Klavier, also Klaviermusik gehört. Mhm. Was hat das bedeutet für dich? Ja, also eigentlich war es schon manchmal auch anstrengend, halt auch für mich. Also ich habe ja dann immer erst gegessen, also das war halt immer mit der Nahrung. Ich habe dann meine Nahrung verweigert
Und das ging dann halt nur mit Klavierspielen irgendwie. Irgendwie war das ein bisschen komisch irgendwie. Und naja, und meine Mutter hat dann immer gesagt, jetzt spiel doch. Ja, weil ich einfach dann nicht gegessen habe. Und da hat er irgendwie immer gesagt, ach Corinna, Mensch, du bist gemein. Immer muss ich Klavier spielen. Das heißt, dein Bruder musste immer Klavier spielen, damit du isst. Ja, genau. Damit ich dann irgendwann endlich mal was in meinem Magen bekommen habe. Und jetzt habe ich irgendwie mal das Gefühl, sagt meine Mutter auch immer, jetzt kann man mich nicht richtig bremsen. Jetzt esse ich immer auf ganz viel, was manchmal gar nicht gut ist. Was bedeutet denn Familie für dich? Ja, also Familie finde ich natürlich schon sehr wichtig, weil ich denke, ohne Familie kann ich eigentlich schon nicht irgendwie leben, finde ich. Weil ich sie schon sehr brauche, finde ich. Und sie haben mich auch immer sehr unterstützt und aber auch sehr gefördert. Und das finde ich schon sehr schön, dass sie meine Familie haben. Und ich habe sie auch sehr lieb. Eine Frage habe ich noch, und zwar eine Frage, die uns Leute schicken übers Internet. Und diesmal kommt die Frage von Markus, der fragt, selbstständig zu arbeiten im künstlerischen Bereich ist sicherlich sehr schwer. Wie sieht denn dein Alltag aus? Ja, also mein Alltag sieht eigentlich sehr abwechslungsreich eigentlich aus. Ich mache ja eigentlich ja sehr viel und ich halte ja auch Vorträge für Inklusion. Und ich bin auch eingeladen für in Hannover für die Inklusionsmesse und auch in Mainz darf ich dann irgendwie auch halten und ich darf auch ganz viele Vorträge halten, so für die Inklusion, und da mache ich eigentlich ganz viel. Ich hoffe, dass ich durch diese Selbstständigkeit dadurch auch ein bisschen was verdienen kann dadurch. Absolut, das ist ja das Mindeste. Weil ich eigentlich sonst mal viel auch ehrenamtlich gemacht habe, aber irgendwo denke ich, sage ich, nee, es reicht mir, ich möchte jetzt auch ein bisschen was dafür haben. Du hast uns zum Abschluss noch ein Zitat von Richard von Weizsäcker mitgebracht. Mhm. Wie geht das? Ja, also das ist ein sehr wunderschönes Zitat und ich hoffe, dass ihr da auch ein bisschen da irgendwie was mitnehmen könnt. Das heißt, es ist normal, verschieden zu sein. Vielen Dank, liebe Karina Kühnert. Danke, dass du bei mir in der Sendung warst. Das hat mich sehr gefreut. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, du auch. Ja, es hat mir auch Spaß gemacht. Sehr gut. Und schön, den Raul mal wieder zu sehen. Ja, genau. Das freut mich. Ich bedanke mich beim Publikum, dass Sie vorbeigekommen sind in die Münchner Schauburg und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind bei Krauthausen Face to Face. Wir sehen uns. Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch wahlweise mit Untertiteln oder mit Gebärdensprache zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de.